Der Palazzo Lercari wurde wegen seiner Vernachlässigung für lange Zeit Palast der Schande genannt. Er ist eines der wichtigsten Denkmäler von Galatone. Er wurde restauriert und am 13. Juli 1958 im Gedenken an Antonio de Ferraris, dem bedeutendsten Akademiker und Sohn Galatones, gewidmet. Im Inneren findet man eine Bibliothek mit über 5500 Büchern von hohem kulturellem und literarischem Wert. Die Stadtbibliothek wurde so wichtig, dass sie 2007 fester Bestandteil vom Salento-Bibliothekszentrum und im Plan zur Entwicklung des Nationalen Bibliotheksdienst Apuliens aufgenommen wurde.